Und damit, liebe Freunde, ein ganz, ganz herzliches Moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Battle Royale Video. Ja, hier auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video geht es um einen neuen Cup und ich freue mich wirklich, dass ich das so sagen darf. Denn ich habe wirklich sehr, sehr drauf beliebt, dass ich das diese Woche nochmal in den Mund nehmen darf. Und hier besser gesagt um den Jay Balvin's Cup. Das ist sogar was relativ krasses, denn der liebe Jay Balvin ist nämlich ein sehr bekannter Musikstar, der ja auch schon einige Male im Party Royale Modus von Fortnite Battle Royale, wo haben wir denn den Modi? Genau hier unten, aufgetreten ist. Der bekommt jetzt einen Skin, der bekommt auch generell ein riesengroßes Set mit Pickaxe und alles drum und dran dazu. Man kann sich aber den Skin mit Backbling und auch Pickaxe schon vorab im Cup freischalten. Das wird dann, wie gesagt, morgen an einem Dienstag sein. Relativ untypisch eigentlich für einen Cup, denn die Cups sind meistens an einem Mittwoch. Ist ja aber auch egal. Fakt ist, wir haben diese Woche zumindest noch einen Cup. Und quasi der 24.08.21 zwischen 19 und 22 Uhr. Das ist eigentlich gleich geblieben. Was ich jetzt gerade ein bisschen doof finde, ist, dass man hier nicht direkt sehen kann, auch in-game-technisch, was man hier bekommen kann. Deswegen gehe ich mal ganz kurz zack, auf die offizielle Internetseite, wo ich auch die Infos jetzt hier hernehme. Von Fortnite, die wird uns ja auch hier mit angezeigt und da werde ich auch gleich nochmal ein bisschen was von sagen. Erstmal jedoch ganz kurz was zu der Punkteverteilung und auch hier hat sich da eigentlich zu den anderen Cups in den vorherigen Wochen nichts geändert. Man bekommt, wie üblich für jede Eliminierung, einen Punkt und man bekommt, ja, eigentlich sonst auch, außer bei der Top 29 und 34, die drei Punkte, die ich sehr, sehr geil und auch wichtig finde zu mitnehmen, denn das boostet wirklich. Also wirklich versucht euch in jeder Runde wirklich mindestens diese Points mitzunehmen. Sonst, genau, bis zur Top 4 immer einen Punkt und dann gibt es ab der Top 3, 2, ab der Top 2, 4 und epischer Sieg, quasi der Top 1. Dings, Epic, ihr wisst, was ich meine, gibt es einen Haufen von 6 Punkten. Leute, was geht ab? Das ist doch geil. Also wenn ihr wirklich einen Sieg holt, guck mal, in den letzten paar Sekündchen könnt ihr da einfach innerhalb von, wie gesagt, sie künschen einfach, guck mal, 12 Points durch Eliminierungen machen, durch ja, Placement und Eliminierungen kommen dann daraufhin auch noch hinzu, wenn man sich gut, ja, wenn man gut durchkillt, ihr wisst Bescheid. Digga, das wird saftig. Ich hab Bock, ich denke, das werde ich morgen zusammen mit dem lieben Fuerte machen, falls du das Video gerade schaust, mein Freund. Ich grüße dich erstmal ganz lieb. Hallo Fuerte. Und kannst dir mal einen Kommi schreiben. Ich habe dir gerade, by the way, auch schon einen YouTube-Kommentar geschrieben, auf deinem YouTube-Kanal. Den habe ich auch aus Ehre mal verlinkt. Fuerte, du weißt Bescheid, wir beide sind einfach Monte-Handshake. Diesen hier. Alles klar. Genau, das ist das, was es zu dem Cup zu sagen gibt. Hier oben, genau, wie gesagt, ne? Schnapp dir deinen Duo-Partner, das wäre dann Fuerte. Wäre schön, wenn er mitmacht. Nimm an Jay Balvin-Cup teil und erhaltet dir die Chance auf das Balvin, also Jay Balvin-Outfit und das dazugehörige Rückenaccessoire. Welches? Das werde ich jetzt mal ganz kurz hier sagen. So, pass auf, Rückenaccessoire. Heißt Real, die Spitzhacke, warte mal, das steht hier gerade nicht geschrieben. Der Hängekleid auf jeden Fall heißt Balvin Kreiser. Muss ich mal kurz schauen, irgendwie auch Stile bekommen. Der auch mit diesem Dino, dann bekommt er einen normalen Stil und auch so einen Skelettstil. Energy Balvin, der bissige, ich denke, das ist der, den sie in dem Cup, wo man, den man hier auch gerade sehen kann. By the way, das ist der Skin, ich lasse es mal ganz kurz hier drauf. Dann bekommen wir einen Skelett-Balvin, das wird dann quasi der Skelett-Stil sein und der normale irgendwie, genau. Wie die Spitzhacke heißt, steht ja, glaube ich, nicht geschrieben. Hier ist aber noch irgendwas anderes mitgeschrieben von irgendwie so einem, wie soll ich das jetzt sagen, wie heißt denn das? Ihr seid zu einer Fiesta eingeladen. Da muss man auch nochmal gucken, vielleicht sage ich da nochmal was die Tage zu, wenn ich mich da ein bisschen selber reingefuchst habe. Ganz wichtig, um bei dem Cup auch mitspielen zu können, müsst ihr im Konto-Level, das ist das, was ihr bei Karriere hier sehen könnt, das ist quasi, ne, das Season-Level, und das Konto-Level tut sich quasi aus allen Leveln, die ihr in den bisherigen Seasons in Fortnite zusammengespart habt, quasi zusammensetzen. Ne, da müsst ihr wie immer mindestens Level 30 sein und ihr braucht natürlich auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt quasi, wer nicht weiß, ob er die hat, geht hier kurz auf die Tänze und falls ihr den Emote Boogie Down habt, das ist dieser hier, dann, wie gesagt, habt ihr quasi auch die 2FA. Das ist diese kleine Absicherung, dass man quasi auf der sicheren Seite mit seinem Account ist. Finde ich ganz wichtig und für alle Rettet die Weltspieler, ihr bekommt da auch, das soll zwar jetzt nicht das Hauptthema sein, aber ich denke, das passt relativ gut mit dazu, ein legendäres Treuschatzlammer. Aber wie gesagt, jetzt noch kurz was zum Cup. Und zwar, genau, die ganzen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, weil ich ja auch irgendwie auf dem offiziellen Bild, was wahrscheinlich auch als Thumbnail dann sein wird. Ja. Wie soll ich das jetzt sagen, so ein Schwert mit abgebildet ist und auch irgendwie steht hier mit geschrieben. Ich hatte es doch vor uns gerade noch gesehen. Ach, wenn ich nicht immer durcheinander kommen würde, das gibt's doch gar nicht. Ebenfalls zum Outfit gehören die, ah, das sind die Schuhe von dem Skinner, diese
Air Jordan 1S. Boah, das ist ja. Gehört ja zum Skin mit dazu. Man kann ja keine Schuhe auswählen. Ist ja auch geil. Ja, das Rückenaccessoire war, slash die Spitzhacke freizuschalten, bevor sie im Itemshop landen. Deswegen. 3 Stunden hat man wieder Zeit, das steht ja noch geschrieben. Also wir werden morgen mal gucken. Ich sehe jetzt auf Anhieb schon mal nichts, was man vorab freischalten kann, wie einen Ladescreen. Das heißt, man wird quasi nur was bekommen, wahrscheinlich, wenn man extrem gut ist. Und auch da steht hier leider nicht geschrieben, das finde ich echt schade eigentlich, in welche Top man kommen muss. Weil, naja, ja. Es war ja meistens so Top 2.500 auf Europa-Servern. Ist ja auch servertechnisch immer ein bisschen anders. Zum Beispiel gibt es auf dem Servergebiet zum Beispiel jetzt nicht ganz so viele Fortnite-Spieler. Das bedeutet, die Chance, um den Skin zu bekommen, ist halt dann auch ein bisschen geringer. Das heißt, dass man den dann bei 750 oder so bekommt, beispielsweise. Genauso ist der Spaß. Ich meine, wir können auch morgen während des Cups nochmal ein paar Sachen durchgehen. Aber wie gesagt, ich würde mich schon echt freuen, wenn in Zukunft bei den Cups die Infos wieder in-game mit drin stehen, weil das war schon. Ziemlich schaftig. Genau, und die ganzen Items, by the way, das steht ja nochmal geschrieben, das ist ganz gut, kommen am 27. August. Das bedeutet dann quasi am Freitag, 2 Uhr nachts früh rein. Ihr wisst Bescheid. Mitteleuropäische Zeit, also mitteleuropäische Zeit. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ist, by the way, auch ein Ikonen-Skin mit dem ganzen Stuff. Das heißt quasi sowas ähnliches wie Ninja zum Beispiel, den Ninja-Skin etc. Und die ganzen Sachen halt. Na, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es trotz der ganzen Infos jetzt hier. Ich hoffe, dass euch erstmal ein bisschen weitergeholfen haben. Noch Fragen gibt. Es ist ja nicht schlimm. Auch generell zu anderen Themen. Könnt ihr mich da gerne fragen, jederzeit in den Kommentaren, wenn ich live bin im Livestream-Chat. Oder jederzeit, ihr wisst Bescheid, auf den Social-Media-Kanälen, sprich Instagram oder Discord-Server. Wie immer ist aber die allerbeste Taktik die ganze YouTube-Kommentarsektion. Ich denke, da bin ich wirklich am aktivsten. Falls ihr möchtet, dürft ihr auch gerne mit einem Abonnement, einem Daumen nach oben und einem Glöckchen da sein. Auf dem Hauptkanal. Was hat sich jetzt hier gerade geändert? Nichts. Genau, und wie gesagt, auch gerne auf dem Zweitkanal, Schafkanal, ReLife-Kanal, da Basti, mein Bruder und alle Channels, ihr wisst Bescheid, die auf meinem Kanal oder Kanäle verlinkt sind, die in der Videobeschreibung des jetzigen Videos sind und auch sonst meist und auch irgendwie im angepinnten Kommentar ist noch was. Checkt, wie gesagt, auch gerne Fuerte ab, der würde sich auch, denke ich, darüber freuen. Und ja, wie gesagt, Infos können wir bis jetzt noch auf der offiziellen Seite lesen. Ich weiß nicht, ob da noch was dazu kommt. Es gibt auch keine Neuigkeiten-Dings hier. Aber wie gesagt, der Skin wird dann ungefähr so hier aussehen. 24 Stunden. Ja, perfekt. Es ist gerade genau 19 Uhr. Leute, Timing vom Allerfeinsten. Verbreitet gute Vibes. Das werden wir tun. Leute, ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Hab euch lieb. Dankeschön fürs Anschauen. Bleibt gesund. Haltet Ohren steif. Macht was draus. Und wie gesagt, falls es was gibt, kontaktiert mich gerne, falls irgendwie doch eine Planänderung kommen sollte. Das heißt, wir werden ja morgen auch streamen. Das meine ich damit. Ne? Ganz wichtig. Ihr wisst Bescheid, sonst vielleicht auch nicht, wenn der Stream abstürzt, deswegen, nein, müssen wir gucken. Falls es Änderungen gibt, ihr wisst Bescheid, halte ich euch im Community-Tab auf den Laufenden. Alles klar. Wie gesagt, endliches Dankeschön fürs Zuschauen. Liebe Grüße, euer Flori, bleibt gesund und wie gesagt, ja, bisschen geht raus. Alles klar, bis dann. Schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vielleicht bin ich heute Abend nochmal mit einem anderen Video oder einem Stream. Ich denke es zwar nicht, aber wie gesagt, spätestens morgen wieder. Und wie gesagt, dann auch eine gute Nacht. Schlaf gut, ihr wisst Bescheid. Ach, hab ich lieb, Leute. Macht's gut. Haut rein, wie gesagt, auch da meine ich auch nochmal Grüße an dich. Den packe ich auch gleich nochmal mit in die Videobeschreibung als Link. Ach, die freuen sich doch, denke ich dann auch. Und wie gesagt, haltet Ohren steif, ja? Liebe Grüße, macht's gut, haut rein. Und ja, wie gesagt, ja? Ciao.